Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freizeitstrategen, hier zurück bei Garantiert keine Weltraumvampire. Ja, wir machen ja gerade eben Minus, allerdings hoffe ich mal, dass das jetzt nicht allzu lange der Fall sein wird. Weil das hier wäre unbezahlbar, wenn das der Fall wäre. Aber wir können ja gerade eben schon mal ein paar Dinge ordnen. Denn wir haben ja beim letzten Mal das eine oder andere hier erobert, wir erinnern uns. Und sind jetzt immer noch dabei, hier ein paar Probleme aus der Welt zu schaffen, die mit unseren Eroberungen einhergehen. Aber vorher möchte ich noch mal ganz kurz hier noch auf die Fraktionen schauen. Ja, nach wie vor bin ich hier immer noch nur bei 11%. Und das ist halt ein echtes Problem. Also was, ich muss anscheinend auf 20% kommen, wie mir gesagt wurde. Genau, jetzt habe ich es auch verstanden, ja. Ich muss auf über 20% kommen, aber ganz im Ernst, ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir das hinbekommen. Wir müssen halt das hier senken und wir müssen halt das hier senken. Das sind die einzigen Sachen, die wir hier machen können, damit wir hier eine entsprechende Verbesserung unserer Situation hinbekommen. Sagen wir mal, wie es ist. Und momentan mache ich ja plus 3. Fraktionsförderung läuft. Jetzt muss ich mal gucken, Fraktion unterdrücken. Ich mache das am besten jetzt schon. Hoffe, dass ich trotzdem irgendwie noch Plus herbekomme. Und hier auch genau das gleiche. Fraktion unterdrücken. Und mehr mache ich jetzt erstmal nicht. Und dann werden wir mal sehen, wie die Sache sich jetzt hier einstellen wird. Gott, haben wir viel, was ich jetzt hier machen muss. Ich habe so viele Arbeitslose, die ich jetzt hier gerade eben noch bearbeiten muss. Wobei vieles dürfte sich eigentlich mit der Zeit noch relativieren. Ich werde jetzt hier auch nochmal meine Flotte wieder aufbauen, denn, wie gesagt, ich habe vor, jetzt hier die größte Macht in der Galaxis zu sein. Und, ihnen allen zu zeigen, auch wenn ich kein barbarischer Plünderer momentan sein kann. Obwohl ich es ja nach wie vor gerne wäre. So, ich mache gerade eben sau wenig Energy Credits. Why ist es so? Kann auch sein, dass eventuell hier ein Erlass abgelaufen ist. Gerade eben mal schauen. Nee, glaube ich nicht. Forschungssubvention, Flottenüberlegenheit ist noch am Laufen. Kapazitätssubvention könnte man machen, aber ich möchte jetzt eigentlich sparen. Ja, ich möchte sparen, das ist der Punkt. Ich sollte eine Raumstation einstampfen, die ich nicht mehr benötige. Die Frage ist bloß, welche kann ich einstampfen? Also ich meine, die hier zum Beispiel, die brauche ich definitiv nicht. Die kann ich herabstufen. Die kostet mich bloß unnötig. Genau, jetzt sind wir nämlich nur noch bei 16 von 16. Was ist mit dir hier? Dich brauche ich eigentlich auch nicht wirklich. Habe ich auch nochmal eine weitere entfernt. Ich gucke, dass ich hier alles... Das habe ich immer noch nicht eingenommen. Fällt mir gerade eben ein. Ist aber auch nicht so wirklich wichtig. Ja, ansonsten sieht es eigentlich gerade eben ganz brauchbar aus, bis auf die Tatsache, dass ich hier immer noch mit den Konsumgütern echt Trouble habe. Wie lange brauchen denn die Pops jetzt hier um... Ach, hier ist noch Unerwünschte. Der wird hier gerade gesäubert, der Roboter. Nennen wir es demontiert, das klingt sehr viel höflicher. Hier sind die vier Arbeitslosen. Kein Kaufmann, der hier gerade eben tätig ist. Ja, die brauchen echt eine ganze Weile, bis die jetzt hier downgegradet werden. Ja, ich muss jetzt halt gucken, dass es so bald wie möglich jetzt hier zu Aufstiegen in der Aufstiegskammer kommt. Man könnte jetzt natürlich auch das ein oder andere umbauen, um einfach Wirtschaftszonen zu erschaffen. Bin ich gerade eben ernsthaft am Überlegen. Ich meine, hier geht auf jeden Fall noch Nahrung. Hier haben wir noch einen Arbeitslosen. Ich möchte auf jeden Fall auch an solchen Orten mehr Nahrung produzieren. Auf Enoch Prime. Ja, bin ich ernsthaft überlegen, das hier zu machen. Ja, das zivile Unternehmen abzugraden. Ja, der Transit will gerade eben wieder nicht so richtig. Die Frage ist halt, also wie ist der 2000er Forschung ist ja ganz nice. Aber die Frage ist, wie lange können wir das aufrechterhalten? Vor allem bei diesen Kosten, die uns hier gerade eben um die Ohren fliegen, ey. Und man muss wirklich davon sprechen, dass die uns hier um die Ohren fliegen. Wie
schicke auf jeden Fall jetzt hier mal die Flotte hierhin zurück und sage, dass sie hier andocken soll. Ach, da ist ja unser kleiner Nyx. Was ist mit der Flotte da? Die soll auch dahin fliegen. Orbit einfliegen und Station als Heimatstation benutzen. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, das geht echt mit allen. Ich glaube, du kannst echt mit allen Raumschiffen, mit allen Flotten dieselbe Station als Heimatstation deklarieren. So oder so wäre das auf jeden Fall hilfreich. So, halt. Was ist denn das hier? Genau, da haben wir jetzt hier... Das ist eigentlich so ein Durchgangsgebiet, wo ich ernsthaft darüber nachdenke, da vielleicht noch, genau, so ein Weltraumhandelszentrum noch da reinbaue. Und dann noch ein Verteidigungsnetz-Supercomputer, weil der kommt immer gut. Und dann möchte ich hier noch eine Raketen- und eine Geschützbasis drin haben. Weil einen weiteren Handelsknoten brauche ich nicht. Ich brauche keinen Ankerplatz an der Stelle. Naja, warten wir mal ab. Vielleicht kriegen wir das hier alles noch irgendwie gewuppt. Da kann ich auch ein Weltraumhandelsunternehmen noch reinbauen. Was ist denn das jetzt hier für ein Teil? Das da ist es. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt brauche hier. Eigentlich brauche ich das gar nicht. Ich stufe das herab. Wieder so eine Raumstation, die eigentlich keiner braucht. Dasselbe hier, herabstufen. Es sind so viele Raumstationen, die einfach nur sinnlos gebaut worden sind von der KI. Also aus meiner Sicht sinnlos. Will nicht bezweifeln, dass es für sie vielleicht sogar Sinn gemacht hatte. So. Okay. Ja, dann sehen wir mal weiter. Da haben wir noch mehr, glaube ich, dieser Art. Ja, ja, was ist denn das? Das ist jetzt auch bloß so ein Logistikzentrum, könnte man sagen, ne? Hier mit Besatzungsquartieren und was weiß ich was. Aber eigentlich sinnlos. Also im Grunde, ja, doppelt sinnlos. Weil ihr seht, ne, das ist alles hier Gebiet. Ich stufe das auch herab. Das keinem was bringt. Ah, jetzt weiß ich, warum das gut war. Aber wisst ihr, wenn ich eine mache, dann mache ich hier eine hin. Das kostet es mich halt gerade eben nochmal 98 Material. Ich bin in einer neuen Aufnahmesession und weiß deswegen gerade eben halt nicht mehr genau, was wo war. Aber ich ändere das jetzt hier mal 1, 2, 3. Ja komm, das machen wir. Wir haben jetzt 1... 2, dann ändere ich den Kollegen hier nochmal in einen Handelsknoten um. 1, 2, 3, dann ist das jetzt hier wieder drin, dann ist das quasi die günstigere Entscheidung. So. Und wieder irgendwelche, ja guck mal, jetzt macht's auf einmal, dann machen wir langsam aber sicher wieder Plus. Es wird langsam. Vor allem, wenn ich jetzt den Kollegen jetzt hier umgebaut habe, dann habe ich das hier wieder. Und dann sind wir wieder im positiven Bereich unterwegs. Fange an, hier Optimist zu werden. Robotermontage gestoppt. Ich weiß gar nicht, warum mir die Robotermontage überhaupt gestoppt ist. Also ich meine mal so grundsätzlich, weil die haben ja überhaupt nichts, was Roboter irgendwie... Also ich sehe halt einfach keine Roboter hier, wisst ihr, keine Robotermontagezentren überhaupt. Wollte ich nur mal kurz mal so erwähnt haben. Guck mal, das hier alles durch. Ich will die Handelswerte natürlich noch hochpumpen, wo es geht. Warum ist da eine Luxusresidenz? Wir haben da 20 Wohnraum, braucht doch kein Mensch. Die KI ist teilweise wirklich... Also es noch inkompetent zu nennen, wäre noch höflich. So, hier haben wir auch mal für 25 mal auch eine galaktische Börse rein. Ich baue jetzt galaktische Börsen rein, wo es bloß geht.
einfach nur ein riesiges Feld voller Kraut und Rüben. Und ich habe immer noch eine Reichsausbreitung, die ihresgleichen sucht. Das hier soll ein Verwaltungszentrum sein? Das Spiel, ich weiß nicht, was manchmal in dir vorgeht. Genau, das ist hier der Ort, an dem wir sowas hier machen. Ich würde mal behaupten, dass ich das sogar mal anfange, hier abzugraden. Das hier ist mein Verwaltungszentrumsgedöns. Aber es machen wir auch langsam aber sicher wieder Plus, denn wir haben das jetzt hier wieder eingefangen. Sehr, sehr gut. Irgendwie ruckelt das Spiel gerade eben, ich weiß nicht warum. Das ist nicht normal. Wir haben jetzt auch wieder einen Arbeitslos auf unsere schöne neuen Reliktwelt. Das Ding hier abzugraden wird eine schwierige Angelegenheit. Auch mal Energie. So, gucken wir mal, ob sich in der Zwischenzeit bei den Fraktionen was getan hat. Wow, wir sind auf 12% hoch. Ich muss halt dafür sorgen, dass sie glücklich sind, ne? Sie wollen halt eine differenzierte Gesellschaft. Wisst ihr, was total dämlich ist? Das hatten wir gerade eben schon mal. Wir hatten das Prinzip der differenzierten Gesellschaft und jetzt ist es wieder weg. Rechte festlegen. Grundversorgung. Warum ist das jetzt schon wieder weg? Grundversorgung. Was auch für die? Ja, die haben auch die Grundversorgung. Nein, Grundversorgung. Ihr seid alle einfach nur so lange geduldet, bis ihr zu richtigen Nicht-Vampiren geworden seid. Ich weiß, ich könnte auch die Regeln für alle definieren, aber das möchte ich gerade eben nicht. Das ist mir zu unsicher. Grundversorgung. Grundversorgung. Vertretbare Konditionsspieler. Ich meinte, ich hätte das schon gemacht gehabt, aber anscheinend nicht. Auch Grundversorgung. Genau, und ihr habt hier soziale Fürsorge am Start. Ich habe echt die unterschiedlichsten, keine Weltraumvampire. Auch Grundversorgung. Ja, Grundversorgung. Das sind auch schon wieder vertretbare Konditionen. Why? So, auch vertretbare. Kontrolliere das lieber doppelt, ne? Weil mich wundert es gerade eben, dass das hier so ist, wie es ist. Das ist sehr, sehr weird für mich gerade eben. Auch vertretbare Versorgung. Das gibt's echt nicht. Da sind wir gleich durch. Und auch nur Grundversorgung. So, haben wir jetzt alles. Die müssen ja eigentlich auch nur Grundversorgung haben. Genau. So, und jetzt müssen wir mal gucken, weil das müsste die jetzt ja freuen. Ja. Scheint ihnen scheißegal zu sein. Differenzierter kann ich die Gesellschaft halt nicht machen. Boah. So, die wollen aber, glaube ich, auch Untergebene. Was ist, wenn ich denen den Krieg erkläre? Kriegsziel geht nicht. Eroberung, Tributpflicht, Unterwerfung, Vasalle. Unterwerfung. Ich könnte ihnen jetzt hier zum Beispiel die Vasalisierung abverlangen. Die gehören zu denen. Aber die sind erbärmlich, was ihre Flotte angeht im Vergleich zu mir. Ich möchte die aber vasalisiert haben. Also gut, ich verlange jetzt die Vasalisierung von ihnen. So, sie sind zu schwach, um alleine hier in der Galaxie zu überleben. Das sage ich ihnen jetzt. Und das haben sie jetzt irgendwie nicht so richtig eingesehen. Und dadurch kann ich jetzt hier den Kriegsgrund Vasalisierung gegen sie verwenden. Jetzt muss ich bloß gucken. Die Jungs hier sind erbärmlich. Also das sind die mit den Flügeln. Und das sind die hier mit diesem komischen Tintenfisch.
Das hier sind die Flügeldudes. Und das hier sind die Tintenfischdudes. Alles klar. Ich mach mal den hier weg. Die Flotte hier wird abgegradet. Mit euch mache ich schon mal einen schicken Jump dahin. Und dann dahin. Die andere Flotte macht einen schicken Jump dahin. Und dann dahin. So. Die bewegen wir jetzt dahin, wo sie hin sollen. Ich mache zu wenig seltene Kristalle. Ich muss mal einen kaufen. Mhm. Schon wieder 116 minus, weil ich einfach nur fliege, wisst ihr? Ich fliege einfach nur. Deswegen mache ich jetzt hier wieder Minus, dass es knallt. Oh, jetzt mache ich sogar schon minus 4 seltene Kristalle. Jetzt geht's aber los. Könnte auf Dauer teuer werden. Ich muss die irgendwo bauen. Ich kann mir überlegen, ob ich das hier einfach ändere. Mache ich zwar weniger Forschung. Oh, warte mal, hier nochmal. Erstmal eine galaktische Börse rein, genau. Und dann hätte ich ganz, ganz gerne, dass das und das jetzt hier hergestellt wird. Ich muss diese Planeten jetzt anfangen, so ein bisschen umzubauen. Also ich finde es ja schön, dass wir hier forschen, aber so richtig sinnvoll ist es in meinen Augen nicht. Galaktische Börse erstmal. Das ist mal nur eine Geldfrage hier. Der hat wen vasalisiert? Den da. Lol. Echt jetzt? Okay. Wenn sie meinen, dass die stark wären, finde ich immer wieder faszinierend, was in den Köpfen von diesen Aliens vor sich geht. Das gucke ich gerade eben mal nochmal hier bei meinen Richtlinien. Ich bin in der Wirtschaftspolitik. Bin schon bei der Wohlstandsschaffung, also ein bisschen mehr Geld kann ich nicht rausholen. Und da kann ich auch momentan echt nicht viel machen. Ey, das ist der Part, der mich am meisten gerade eben hier nervt. Mal auf dem Markt gibt es eine Sklaven. Es gibt immer noch keine Sklaven. Ist so zum Kotzen, ey. In diesem Universum gibt es keine Sklaven. So. Kann ich das hier abreißen? Wenn ich will es nicht ersetzen. Doch, eine galaktische Börse will ich es ersetzen. Dann grade ich das hier nochmal ab. Dann werde ich nachher nochmal eins ersetzen. Ja, gebt ihnen mehr Leistung. Der Teil, der mich immer so ein bisschen nervt. Abreißen. Weg mit. Hier haben wir auch, glaube ich, noch keine galaktische Börse. Nee, muss mal rein. Zwei Forschungen sind durch. Mehr Energy Credits durch Jobs. Will ich den Forschungsnexus machen? Sternentor-Konstruktion wäre interessant. Der Forschungsnexus aber auch. Ich gehe mal auf den Forschungsnexus. Hier kann ich das Habitat lernen. Wenn ich das Habitat gelernt habe, kann ich noch bessere Habitate lernen. Machen wir das. Das geht relativ schnell. Ach, und ich bin ja immer noch mit einem Spezialprojekt beschäftigt. Genau, wir machen immer noch die Modifikation der garantiert keine Weltraumvampire. Nice, verlorener Kriegsgrund. Wir haben immer noch nicht unsere letzte Dingens gewählt. Haha, okay, gehe ich jetzt die Verbundenheit? Ja, die sollen schneller die Schicht wechseln, ganz im Ernst. Das ist gerade eben eigentlich eine unserer wichtigsten Sachen. Der wichtigsten Ideen, die man haben kann. So, du gehst jetzt dahin. Was ist mit meinen Landungsschiffen?
Ich hätte die gerne hier. Gemeinsam. Gibt es noch irgendetwas, was dieses Forschungsschiff tun kann? Ich guck gerade eben. So viel nicht. Ja gut, dann kann es nach Enoch gehen. Die Forschung unterstützen. Das Konstruktionsschiff hier baut mir hier oben die Bergbaustation rein. Das kostet mich keinen Einfluss, denn den sammle ich ja gerade eben immer noch an. So, und jetzt sind wir hier nochmal an dem Punkt, wo ich jetzt nochmal die Fraktionen mir anschaue. Jetzt sind wir schon bei 13%. Yeah! Perhaps it will work. Ja, vielleicht. Sehr vielleicht. Ist immer so geil, wie die hier alle gleichzeitig ein Level-Up bekommen. Wisst ihr, Beförderungen für alle zur selben Zeit. Das macht sie einfach alle zufrieden und verhindert Neid. Ach, ja, wie schön. Ich ersetze das jetzt hier auch nochmal durch eine Chemieanlage. Und das hier auch. Ich möchte jetzt hier klare Verhältnisse haben. Wo mache ich denn jetzt hier auf einmal Minus? Ach, hier, das mache ich bei seltenen Kristallen. Richtig Trouble, so wie es aussieht. Das ist interessant. Das müsste sich jetzt aber gleich jetzt hier so ein bisschen relativieren. Wenn das jetzt hier fertig ist. Nummer 1 ist fertig. Sind hier nur noch bei Minus 8. Ersetze das jetzt hier auch durch eine synthetische Kristallanlage. Genauso wie das. Das will ich ja auch nicht. Ich möchte, wie gesagt, klare Verhältnisse auf dem Planeten haben. Problem ist, ich werde gleich ein paar kaufen müssen. Ach, ich verkaufe hier. Oh Gott, ich bin nicht doof. Ja, dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich ins Minus gerate. Ich habe gedacht, ich kaufe. Nein, ich verkaufe die Dinger. Wie gesagt, brauche ich mich nicht wundern, ey. Dann gehe ich jetzt nochmal mit einem nach oben, um das hier nochmal zu verticken. Das bringt mir nochmal ein bisschen mehr Geld. Das gleicht jetzt hier meinen Fail aus. Habitat ist durch. Fortschrittliches Habitat. Kann ich die jetzt bereits bestehenden Habitate noch verbessern? Wisst ihr, was ich jetzt, glaube ich, hier echt mache? Gebäude abreißen. Einfach dafür sorgen. Zurückbauen. Und abreißen. Ihr seht, es wird schon besser, ne? Die Leute fangen an, darin zu arbeiten, wo sie sollen. 13 Jobs übrig. Abreißen. Jetzt habe ich hier Spezialisten übrig. Jetzt muss ich halt das da machen. Jetzt mache ich zu wenig Konsumgüter, aber das haben wir ja kommen sehen. Kriegen wir hin, keine Sorge, kriegen wir alles hin. Ich will das hier alles hier entsprechend an den Orten gebunden haben. Sinnvollerweise. Ich habe 12.000 übrig, das wird mich nicht umbringen. So, die Spezies wurde übrigens modifiziert. So, wir sind nun deutlich bessere, garantiert keine Weltraumvampire. Sehr, sehr nice. Halt, nee, warte mal, wo sind wir denn jetzt? Irgendwas stimmt nicht. Nee, wir haben anscheinend zu wenige. Hä? Moment. Hier ist irgendwas schiefgegangen. Warum habe ich davon hier 409? Ich habe es ewig rumgeforscht. Was ist die Vorlage jetzt hier? Nein, ich will diese Vorlage nicht haben. Ich möchte, dass alle das da werden. Vorlage anwenden auf alle 400. Sag mal, was soll denn das? Spiel. 120 Monate. Irgendwas ist da schief gelaufen. Bitte frag mich nicht. Also, das hier sollen die werden. Und nicht irgendwas anderes.
Hier ist gerade was sehr, sehr Weirdes passiert. Okay. Hoffentlich haben wir es jetzt im Griff. Ja, das ist hier in Ordnung. Das hier brauche ich nicht. Wie gesagt, ich finde sowas schrecklich, Leute. Es ist einfach nur schrecklich. Machen wir hier eine Legierungsgießerei hin. Und das hier ersetzen wir auch durch eine Legierungsgießerei. Der Moment, wo du dein Reich einfach ordnen musst, der ist gerade eben da. So, zusammenschließen hier diese Flotten. Und jetzt möchte ich ihm einfach klar machen. Ach Gott, der hat das. Ja, das hält leider nicht lang. Also nochmal Vasalisierung verlangen. Ich habe es zweimal gefragt. Er hat zweimal abgelehnt. Unterwerfung, go. Ich kann da jetzt einfach reinjumpen. Stark ist die Flotte 14.000, meine 70.000. Wir sind bei 31.000. Also ich werde jetzt erstmal da hingehen. Und das jetzt hier erobern. Du jumpst, und initiieren dahin. Ich muss überlegen, ob ich mich hierhin zurückziehen soll. Einfach um die Defensivposition hier einzunehmen. So lange, bis ich meine dritte Flotte da hinten startklar gemacht habe. Was ja noch nicht ist. So, Flotte Nummer 3 hat auf jeden Fall den Titan. Ich weiß nicht, ob der schon gebaut wird. So, der Drops hier war ganz schnell gelutscht. Du gehst es da rein. Und eroberst das hier. Wenn wir direkt Armee landen, weil, ja, die haben da nicht viel. Ein riesen Kuddelmuddel. Das muss sowieso geändert werden. Halt. I see. Aha. Jetzt kriege ich euch. Das meint aber auch nur ihr. Habe ich euch hier gleich schon mal ordentlich vermöbelt, ey. So, was ist mit denen hier? Das sind 5000. So, das hier haben wir direkt eingenommen. Das heißt, du gehst jetzt dahin, nachdem wir das hier gewonnen haben, gehst du dahin, dahin und dahin und dann dahin. Eins nach dem anderen. Ich warte hier nur darauf, dass das Ding jetzt hier endlich wieder... Ah, ich hab's wieder, okay. Nice. Dann attackiere ich hier. Warte mal, wo ist eine Hostile Fleet? Ah. Ah, das ist eine größere Flotte. Das muss man denen lassen. Das ist eine größere Flotte. Aber sie können nicht überall gleichzeitig sein. Ich hole jetzt noch die dritte Flotte hier ran. Weil die Situation mir hier dann doch ein bisschen zu ungeil wird hier. Sieht hier das Raumgefecht aus? Das wird easy gewonnen. Ja. Gegen was kämpfst du denn gerade noch? Ach, da kommt noch mal irgendwas Kleines angeflogen. Okay, hier habe ich ein Raumschiff verloren. Oder sogar zwei. Die werden jetzt hier kurz mal direkt... Ah, die Arbeitslosigkeit. Jetzt schlägt sie anscheinend völlig über die Stränge, ey. Minus 146. Das ist ein echtes Problem. Immer noch vier Arbeitslose, ey. Erstmal eine galaktische Börse und das da. Und dann bauen wir noch das da aus. Hier habe ich auch nochmal so einen Typen da, der arbeitslos ist. Lasst uns hier auf jeden Fall auch Zivilindustrie machen.
Hier habe ich auch einen Arbeitslosen. Die Frage ist, was mache ich mit dem? Das ist ja eigentlich hauptsächlich eine Festungswelt. Jetzt. Könnte aber auch hier Gasraffinerien reinmachen. Ja, das können wir machen. Warum kann ich nur eins machen? Weil es ein Gasextraktionsbrunnen ist, das ist was anderes. Wir machen das mal so. Hier haben wir auch eine Menge Arbeitslose. Ey, das ist etwas, was mich mega, mega ankotzt. Ja. Nein. Noch mehr synthetische Kristallanlagen. Hier bauen. Naja, das bringt nichts. Das sind die falschen Jobs. Wir müssen erstmal jetzt hier vernünftig werden und diese Jobs annehmen. Genau das gleiche Problem hier. Ich tue das hier tatsächlich einfach mal abreißen. Habe ich ja zwei Spezialisten, die wieder arbeitslos sind. Aber ich werde die jetzt mal umsiedeln. Muss ja irgendwo Jobs geben, die noch frei sind. Wobei, die haben auch Arbeitslose. Ja, also Arbeitslose haben wir halt leider überall, ne? Aber hier sind sie jetzt hier wieder am Arbeiten. Das habe ich schon mal ein paar Probleme gelöst. Ich werde noch mehr Probleme lösen müssen. Ist ja, dass ich einfach nicht genügend Spezialjobs habe. Ich gucke einfach mal danach. Beim nächsten Mal geht's weiter, liebe Leute. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Adi.